Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Society. Wir gucken mal, was heute so auf dem Server abgeht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Wie immer habe ich keinen Plan, was passiert, was sich entwickelt und wer mir heute alles, wer alles heute was von mir will. Und dann schauen wir mal. Schön. Die Nacht in meinem eigenen Haus hat mir echt gut getan. Na, ob der alte Mann weiter vorangekommen ist? Stimmt, das hat er mir gestern schon geschrieben. Moment, hat er weitergebaut oder hat er nicht weitergebaut? Ich bin so unsicher. Ich glaube nicht. Seit gestern ist nichts passiert. Diese Erdstützpfeiler sind ja immer noch dafür da, damit das Ding nicht umkippt oder so. Na, dann gucken wir doch erstmal, ob hier alles in Ordnung ist. Ich glaube, der Bauernhof wollte sich erweitern, ne? Wie weit die wohl gekommen sind. Außerdem kann ich ein bisschen Essen vertragen. Düp, 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 düp. Hallo, jemand zu Hause? Ja, wobei, ich habe noch genug Essen. Betreten verboten. Ja, ich weiß. Ich wollte auch nur gucken, ob das neue Gelände hier... Es scheint keine Satz zu sein. Oh, hier ist ein... Ich hatte jemand ein Pferd. Süß. Ist das jetzt das neue Gebiet hier? Was haben die denn hier gemacht? Haben die das ernsthaft in Steinhöhlen reingepackt? Das heißt gar nichts. Hallo? Jemand zu Hause? Ja. Hallo? Hallo. Ich guck mir gerade mal an. Ihr habt jetzt das Gelände für euch beansprucht. So wie wir es besprochen hatten gestern. Genau. Aber warum baut ihr Häuser da drum? Darf ich mal reinkommen? Ja, können Sie gerne. Ich gehe mal vorne rein, ja? Das ist einfacher. Mehrere mehrgeschossig, ja? Das ist eine gute Idee. So sollte es uns irgendwie nie an Nahrung mangeln. Hallo. Hi. Hallo. Boah. Diese Massen. Wir haben nur noch nicht so richtig viel Fleisch, ne? Aber wie kommt man denn hier von Beet zu Beet, ohne irgendwas zu zertrampeln? Haben Sie sich darüber mal Gedanken gemacht? Wie soll man denn hier von Beet zu Beet kommen, ohne irgendwas kaputt zu trampeln? Solange Sie nicht drauf springen, wird es nicht kaputt. Ah, das ist gar nicht so einfach. Falsche Abwägung. Oh, sorry. So, was... Hier wächst eine besondere Art von Essen? Hier wächst Korn, also Mais. Ah, okay. Ich dachte, die brauchen Sonne. Nee, das geht eigentlich. Und hier... Ach so, und hier ist dann die nächste Etage sozusagen. Ja. Und es geht noch höher? Okay. Oh, wow. Das ist... da haben sie sich auf jeden Fall den neuen Platz sehr, sehr gut zunutze gemacht. Ja, es gibt noch ungefähr 12 neue Pflanzen, die wir noch nicht haben. 12 neue Pflanzen? Ja, alles aus unserem Krieg mit der Handelsstadt damals mitgebracht. Du was? Alles damals aus dem Krieg mit der Handelsstadt mitgebracht? Achso, nein, die Pflanzen haben wir noch nicht. Es gibt ungefähr noch... Ach, es gibt noch mehr? Ach, die wir alle noch nicht... viel Spaß beim Suchen. Ja, ich habe in 2 Stunden 2 Pflanzen gefunden. Ach du meine Güte. Aber gefällt mir. Machen sie sehr schön, sehr schön. Also, sie sorgen auf jeden Fall gut vor, dass wenn unsere Stadt noch größer wird, wir auf jeden Fall immer genug zu essen haben. Ja. Danke, ich meine, dass die in die Schuhe von Frau Mia zu treten, war bestimmt nicht ganz leicht. Ja, es war erst ein Schock. Aber ich habe gut verkraftet. Ja, haben Sie denn das ganze Geld, verwalten Sie jetzt selber, was mittlerweile so entsteht? Ja. Na, da müssen Sie ja mittlerweile fast eine Weltreise machen können. Ich kaufe mir oft Haken, weil die sehr schnell kaputt gehen, deswegen. Ja, vielleicht findet ja irgendein Forscher da mal eine bessere Lösung. Das wäre nötig. Hey, bin ich am Kopf spucken hier. Das war...
Okay. Na, sie haben was runtergeworfen. Was, wenn mich das getroffen hätte? Und nicht auf den Kopf. War knapp daneben. Knapp daneben ist auch vorbei. Das stimmt wohl. Okay, dann lasse ich Sie mal wieder in Ruhe. Sie machen einen tollen Job. Wir sehen uns. Ich habe noch eine Frage. Haben Sie schon mal die hier probiert? Der Herr Sora hat mir die mal in die Hand gedrückt. Ja, die sind sehr nahrhaft. Ja. Der, was auch verschwunden ist. Haben Sie die auch angepflanzt, diese Dinger? Ja, haben Sie mit am meisten angepflanzt. Ah, okay. Ja, man sollte sich, glaube ich, ein bisschen ausgewogen ernähren, aber ja. Ist immer ein bisschen schwierig hier. Deswegen habe ich auch ein bisschen Korn angepflanzt, weil das ein bisschen mehr von beiden füllt. Wie ist denn so mit den Tieren? Kommen Sie da auch mit klar? Ich habe mich noch nicht richtig eingefunden. Haben ein gutes Leben bei uns. Ja, nur ich glaube, so langsam ein Stück Fleisch hätte ich auch schon mal wieder Lust drauf. Ich esse immer nur Gemüse in letzter Zeit. Tut mir leid, das führen wir nicht aus. Da steht sogar vorne drauf. Wie, was steht, was, wo? Ihr tötet generell keine Tiere oder was? Erstmal nicht. Also, wenn die Tiere. Die Entscheidung geschlossen ist. Toll. Hallo. Alter. Essensausgabe. Wurde weggemacht. Die wurden weggemacht. Hallo, kein Fleisch, kein Fisch. Ja, okay, ja gut, dann ist ja auch okay. Sie sind ja auch im Bauernhof. Also, bis die Tiere dann irgendwann mal so groß sind, dass man sie schlachten kann, das dauert natürlich auch. Müssen sie aber gut beschützen, nicht, dass es da Wilddiebe gibt. Warum sehen sie so aus wie ich? Weiß ich nicht. Ist doch bestimmt ein Schicksal. Das ist gar nicht nett. Sind sie Zwillinge? Nein. Wieso? Sie sehen doch gar nicht gleich aus. Nein, ziehen Sie mal Ihre Rüstung aus. Ziehen Sie mal Ihre Rüstung aus. Na, also ich sehe echt kaum eine Ähnlichkeit. Also bitte. Nur weil er auch orange ist. Hallo. Aber. Ich wollte Sie noch etwas fragen. Ja, dann lassen Sie das oben bei mir uns im Haus machen, bitte. Okay, Sie müssten eigentlich zu meinem Blog. Dann gehen wir zu Ihrem Haus, dann los. Ich habe das jetzt abgerissen und neu aufgebaut und ich möchte Sie fragen, ob es gut okay. aussieht. Ja, das ist mir doch egal, ob das gut aussieht. Also, aber ich fand es vorher schon gut und Sie haben es jetzt kaputt gemacht. Sie sind wahnsinnig. Stabiler und ja. Das ist doch nicht fertig, oder ist das hier fertig? Noch nicht ganz fertig, aber wir haben 3 Etagen. Hier. Ich wusste, es ist eine blöde Idee, bei dem Wetter rauszugehen. Naja, das kann man ja mal machen, ja. Und hier. Bisschen, also da müssen wir aber noch ein bisschen was an der Inneneinrichtung machen. Ja, ich weiß, aber mehr Geld hatten wir gerade nicht. Gehören Sie zu ihm? Ich bin der Baumeister. Ach, Sie sind der Baumeister. Wie heißen Sie? Ja. Sie sind unser neuer Baumeister in der Stadt? Ja, da der Alte weggezogen ist, hat der alte Mann, der bei Ihnen gebaut hat, gesagt, dass ich mich vielleicht darum kümmern sollte. Ah, und Sie heißen? Ich glaube, ich kenne Sie gar nicht. Ich bin der Christos. Christos, oder habe ich den Namen schon mal gehört? Oder gelesen? Haben Sie sich das Haus da? Haben Sie sich auch das Haus des Baumeisters angeeignet? Ja, das habe ich direkt. Ah, dann habe ich vielleicht Ihren Namen auf dem Schild gesehen. Okay, Sie sind also der neue. Aber der alte Mann, der arbeitet ja eigentlich im Sägewerk. Ist der jetzt für Sie, also arbeitet er jetzt auch für die Baumeistergilde oder nee, wie? Nee, der war bei Ihnen und. Also, ich weiß jetzt nicht, da war so ein älterer Mann bei Ihnen, der hat halt gebaut. Ja, yeah, das ist der alte Mann, richtig. Ja, und er hat gesagt, dass ich vielleicht mal darum kümmern sollte, dass da wieder was passieren kann. Okay, ja gut. Also, ich meine, wir können Baumeister brauchen. Das haben Sie jetzt hier konstruiert. Ja, hat er. Ah, okay. Ja, ich bin mal gespannt, wie es fertig aussieht. Sieht ja schon mal ganz interessant aus, auch wenn ich die Mauern ein bisschen langweilig finde, aber vor allen Dingen finde ich das Gebäude so groß. Wie kommen wir denn hier raus? Hier oben und dann durch. Sind Sie nicht in der Lage, eine Tür in ein Haus zu bauen? Ach, da geht's raus, okay. Nicht wundern, Herr Baloui, ich habe 2 Security-Chests. Eine ist nicht von mir. Ah ja, okay.
Die kann ich nicht betreten, leider. Na, die müssen wir dann bei Zeiten noch entfernen, wer auch immer die gesetzt hat. Ja. Ja, das war der Alte, der was hier das Haus gehalten hatte. Der Herr Sora, meinen Sie, das ist die Kiste von Herrn Sora? Glaube schon. Ich weiß nicht, wer hier vorher gewohnt hatte, aber. Ja, das kann schon sein. Die vom Vorgänger. Ja, okay, also gut. Ja, dann machen Sie das mal fertig, aber denken Sie dran, nicht größer als mein Haus. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Und es ist halt echt schon verdammt groß. Aber gut, soll ja auch nichts ausbrechen aus dem, was da gemacht wird. Also. Nein, wir bauen höchstens noch runter. Nicht höher rauf, sondern nur noch runter. Ja, in Ordnung. Ich gehe mal wieder nach Hause. Mir ist das zu nass hier. Auf Wiedersehen. Danke. Ja, tschüss. Das Wetter ist echt nicht schön. Echt gar nicht. Was gibt's denn Neues an der bei der Katze? Hier wohnt Katze. Finger weg von meinen Fischis. Ah. War wohl schon länger nicht mehr da. Immer noch am Schlafen. Den ganzen Tag. So, wo waren wir denn hier? Ich sollte mich bei einem HMV oder bei einem Balui melden, aber ich finde hier keinen von beiden. Ja, ist gar nicht da. Herr Balui ist hier, hallo. Hier, wo es nicht regnet. Ach, da hinten. Guten Tag. Guten Tag, Sie sind der Doppelgänger von dem anderen, also zumindest behauptet er das. Guckst du hier, er hat ein Geschenk. Ach, danke schön. Ach, endlich. Also Sie sind Herr? Liriox. Oder Sie können mich auch Fuchs nennen. Herr Fuchs, okay. Aber ich bin doch der Fuchs. Haben wir nicht einen Herrn Fünks oder so hier schon? Dann nennen Sie mich einfach Liriox. Wow, wer ist denn das da in Rot? Guten Tag. So lange in der Sonne. Ja. Was wollen Sie denn noch? Brauchen Sie hier irgendwas? Ich wollte zum Herr Fuchs. Hab den Fuchs gesucht. Der Herr Fuchs. Ja, kommen Sie mit. Also mit Herr Fuchs und der Fünks, da müssen wir uns aber noch dran gewöhnen. Ja. Herr Fünks. Ich nenne sie Fuchs 2 und der eine ist Fuchs 1. Das kriege ich bestimmt irgendwie hin. Herr Fuchs 2, haben Sie sich in der Stadt schon umgeguckt? Ich habe schon gesehen, Sie haben den Bauern kennengelernt. Ja, ich habe mich ein bisschen umgeguckt und sollte mich irgendwo anmelden, aber habe keinen gefunden, habe ich sie jetzt gefunden. Also anmelden, das heißt, also wir in unserer grandiosen, großartigen Megastadt suchen natürlich immer noch Leute, die hier fleißig arbeiten. Und können Sie sich vielleicht an irgendwas erinnern, was Sie in der Vergangenheit so gemacht haben? Ja, ich war im Untergrund, also in der Mine. Oben ist es mit eher da, weil draußen ist es so nass und da habe ich nie gearbeitet. Da müssen Sie dann mal schauen, ob der Sali überhaupt noch Leute braucht. Ich glaube, die sind schon zu dritt, aber Stein ist, kann man ja nie genug haben. Ich kann Ihnen gleich mal die Mine zeigen. Dann gucken wir mal, ob der Herr Sali da ist, wir fragen ihn, ob er noch Hilfe braucht. Ja. Das wäre nett. Und Sie sind, Sir? Ich bin der Herr Schenks. Herr Schenks? Ja. Ach, du ahnst nicht. Was ist denn mit Ihnen? Irgendwie, also so ein bisschen in schwarzer Farbe gebadet, oder? Sie sehen ein bisschen unheimlich aus, wenn ich ehrlich bin. Nein, das ist normal so. Sind Sie auch gerade erst in dieser Stadt eingetroffen? Ja, heute Mittag. Ah, haben Sie denn schon mit Herrn HMV geredet? Ja, ich bin bei der Baumeistergilde. Ach, sehr schön, aber da wächst unsere Stadt hier, wächst und gedeiht. Das freut mich aber richtig. Herr Balui? Ja. Bei Ihrem Dach springen oft solche komischen Monster runter. Ah, da hat der alte Mann vergessen, da oben ein Licht dahinzustellen. Ja, am besten wäre es, wenn Sie mal da hochklettern. Ich traue mich da nicht unbedingt hoch und würden da ein bisschen Lichter setzen. Regnet. Ich habe noch Fackeln. Ja, da hinter Ihnen. Das wäre sehr nett, wenn Sie das tun würden. Ich traue mich da nämlich nicht unbedingt hoch. Dankeschön. Bitte. So, noch jemand, der ein Anliegen hat? Sonst würde ich jetzt mit dem Fuchs 2 die Stadt verlassen. Guten Tag. Jetzt statt her? Ja? Haben Sie dann vielleicht auch noch ein kurzes Ohr für mich?
Also ich denke, wir sind vielleicht 10 Minuten weg in der Mine und ich würde dann wiederkommen. Wenn ihr Anliegen habt, würden wir uns hier wieder treffen, würde ich sagen. Okay. Oder ist hier irgendwas ganz Dringendes, irgendeine Gefahr oder... Nein. Nein, okay. Dann Fuchs 2, kommen Sie mit. So, sind ein paar Meter, ne? Ich hoffe, das halten sie durch. Ja, das ist nicht schlimm. Wer hat denn hier den... Ach so, nee, hier ist ja der neue... Der Durchgang, stimmt ja. Die haben das ja geändert, hab ich vergessen. Kiste? Oder wohnt hier jetzt jemand? Ich verstehe das nicht. Egal. Da sehen sie schon die... Was ist denn da passiert? Den Kopf der Statue, also die Statue, das gehört irgendwie den Minenleuten. Aber hatte die nicht... Hat die einen Kopf? Ich sehe keinen Kopf. Was zum Geier. Ach, das ist in den Wolken verschwunden. Ah. Also das ist der... Oh, da kommt so ein grünes Vieh. Warten Sie, ich kümmere mich drum. Oder auch nicht. Ah, das hier soll oder ist angeblich der Gott der Minenarbeiter. Ich finde das Ding arg seltsam. Wir müssen auch bedenken, die Minenarbeiter da unten beten irgendwelche Pilze an. Also, das alles ist schon sehr suspekt. Okay. Aber die Statue ist beeindruckend. Wow. Also heißt das, sie sind eine mächtige Stadt? Ja, natürlich sind wir eine mächtige Stadt. Wir sind die mächtigste von allen. Es gibt, muss ich ja natürlich fair sein, es gibt insgesamt 4 Städte mittlerweile. Allerdings kenne ich nur den Aufenthaltsort einer zweiten Stadt. Lassen Sie uns mal weitergehen. Hier kommen die ganze Zeit Kreaturen der Nacht. Es gibt noch die alte Handelsstadt. Dann gibt es, die weiß ich, die ist nicht so weit weg. Dann gibt es irgendwo die neue Handelsstadt. Da habe ich gar keine Ahnung, wo die ist. Und dann gibt es noch eine weitere Stadt, wo unsere alten Baumeister und so hingegangen sind. Aber auch da kann ich Ihnen nicht sagen, wo das ist. Hat mir noch keiner verraten können bisher. So, jetzt gucken wir mal. Hallo, Herr Xali, ist hier... Wow, was haben die denn hier gemacht? Die haben die Mine umgebaut. Hallo, ist einer der Minenarbeiter da? Ich höre doch was. Hallo? Hallo? Hey? Da sind 2. Hallo? Guten Tag? Hört mich jemand von denen? Hört man ihn nicht mehr durch diese Wände hier, oder was? Hallo? Tag. Guten Tag. Wie kommt man denn zu ihnen? Da außen rum und da durch und da. Ach, das ist aber kompliziert geworden. So. Ja, ich habe was mit ihnen zu besprechen. Ich habe vielleicht... Ich bin nur Praktikant oder Lehrling. Ah, ist denn jemand Verantwortliches hier? Gerade eben war noch jemand da. Da oben ist doch noch einer. Wo ist denn der Xali? Ist der nicht im Haus? Weiß ich nicht. Doch, da steht noch einer. Hallo? Nee, das ist aber auch nicht der Xali. Hey, nicht schlafen. Hallo? Hallo? Guten Tag? Hey, er redet wieder nicht mit mir. Hallo. Puh, die Minenarbeiter sind echt sehr seltsam. Also, wir müssen eben warten, bis jemand da ist, der, ich sag mal, einen verantwortlichen Posten hier in der Mine innehat. Da gehen die einfach. Gucken Sie mal, wir können jetzt die ganzen Kisten ausrauben, wenn wir wollten. Jetzt sind alle weg. Sind sie ernsthaft? Hallo? Hi. Ist Herr Xali da? Xali ist nicht da momentan. Haben Sie ungefähr die gleiche Befugnisse wie er? Kommt in die Richtung, ja. Warum? Ich habe hier einen neuen Anwärter für die Mine. Er ist heute auch eingetroffen und fragt an, ob wir was Freies hätten in der Mine. Das ist jetzt...
eine gute Frage, weil wir haben in letzter Zeit, sind jetzt fast 9 Leute eigentlich tatsächlich, aber die tauchen nicht immer auf, deswegen bin ich gerade ein bisschen überfragt, da würde ich den Sali selber fragen. Ich meine, ich kann. Wie lange bist du jetzt schon da? Kennst du dich hier schon überall aus und so, oder? Nicht richtig, also ich bin heute angekommen. Vielleicht wenigstens als Praktikum mal für ein, zwei Tage. Ja, Und das denke wenn ich dann auch. Herr Iksali sagt, es geht halt gar nicht, dann müssen wir halt was Mal anderes gucken, finden. was wir dann Aber machen. vielleicht für den Anfang schon mal, dass man Ja, irgendwo das wenigstens eine kriegen wir Möglichkeit auf jeden hat, Fall hin. hier irgendwie. Bevor es mal hier runter. Okay. Und ein Haus können Sie außerhalb des inneren Rings oben bauen. Also können Sie sich gerne dann ein Haus errichten, wenn Sie hier bleiben möchten. Okay, danke schön. Ich wusste gar nicht, dass ihr Minenleute schon so viele Leute seid. Ja, Alter das Schwede. ist krass. Wusste ich auch noch nicht. 9 Leute, ich gehe kaputt. Und die anderen Berufszweige da, der Steinmetz und was weiß ich, die sind nie da. Vielleicht sollte mal einer umlernen. Ich meine, ihr habt doch alle Erfahrungen mit Stein. Warum wird nicht mal einer noch Steinmetz? Das stimmt. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Vielleicht sollten wir das mal ausschreiben, also so die Stellenausschreibung oder so machen. Dann sagen Das ist wir, super. Am wir besten ein suchen jemand schwarzes anderes. Brett. Ja, toll, das habe ich das Gefühl, dass da achtet auch keiner drauf, was da drauf steht. Ja, das ist auch ein bisschen klein fast. Also das ist eh immer voll, oder? Ja, Oder das kommt mir das nur so stimmt. vor? Ich lasse den Baumeister direkt mal ein größeres bauen. Vielleicht eher am Hauptplatz in der Nähe meines Hauses. Da hinten sieht es echt keiner. Okay, dann ja, danke ich Ihnen und Herr Fuchs 2, also er heißt eigentlich Herr Fuchs, aber der andere heißt Fünx und das ist so verwirrend, deswegen heißt er jetzt für mich Fuchs 2. Können Sie ihn gerne Herr Fuchs 2 nennen und ich wünsche Ihnen hier viel Spaß in der Mine. Gucken Sie sich das alles ein bisschen an Dankeschön. und machen Sie keine Schande für die Stadt, ja? Ich Ja, habe Sie ja. hier schließlich empfohlen, so ungefähr. Also, wenn er X-Ali Probleme damit hat, soll er Alles sich im klar. Übrigen bei mir melden, ja? Machen wir. Okay. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wunderbar. Tschüss. Tschüss. So, wieder jemand glücklich gemacht. Ja, die haben den ganzen Eingang der Mine umgebaut. Ich meine, haben sie schön gemacht. Ja, Balu? Ja. Ich habe Ihnen die restlichen Fackeln unten ins Kistenlager gegeben. Ah, danke schön. Und da habe ich so komische Schilder gesehen. Wo? Unten im Kistenlager. Wir haben auch was zu essen. Irgendwas mit dunkler Und das Bruderschaft Ganze und läuft so, Danke dass oder so du irgendwas. momentan ein bisschen Da war ich noch nicht wieder. komisch Das gucke ich mir verteilt, an. Dankeschön. durch die Gegend klopfen. Ich habe aber noch einen Ja. Auftrag für Sie. Sammeln. Sie kennen das Ja. schwarze Brett bei Wieder uns in der aufheben. Stadt? Ja. Das müsste bitte vergrößert werden und an einen besseren Ort. Okay, und hier muss Vielleicht ich in jetzt der Nähe abhauen. des Hier zu essen. Haupteingangs, wenn es in unsere Stadt reingeht, dass neue Leute auch direkt lesen, was Ja, dann wichtig ist da. und so. Also, ich glaube, da ist der Weg, vielleicht ist ja links oder rechts Deine vom darf Weg sie Platz, dass wir behalten. da ein großes Schild hinbauen. Und es muss mindestens doppelt so groß sein wie das Ding, was da jetzt steht. Jetzt zeigen Sie mal, wo Ja, und komm, wann. kommen Sie mit. Hätten Sie die Statue auch so bauen können? Nicht so ganz. Sehr beeindruckend, was diese Minenarbeiter so können. Ja. Ich finde, hier sollte eine schöne Parkanlage hin. Hier mit dem Fluss und mit dem Wasser und so. Eigentlich sehr schön, schönes Gebiet hier. Ja. Kann man sich schön niederlassen. Wer wohnt denn hier? Ach, keine Ahnung, hat kein Schild dagelassen. Oder auch doch. Nee, Wiederaufforstungsprojekt. Ah. Ja, wir hatten ein bisschen das Problem, dass alle Bäume weg waren. Oh. Haus von Steffen. Also. Naja, schick ist das nicht. Ich hoffe, Sie können besser bauen als sowas. Ja, eigentlich schon. Herr Bauarbeiter. Guten Tag. Herr Bauarbeiter, Herr Bauarbeiter. Achso, der schwarze Brett ist hier hinten. Kommen Sie. Ah, Herr Bauarbeiter. Dachte, das heißt Baumeister. So, sehen Sie hier vorne, dass dieses Brett hier. Das ist halt einfach.
Ich sag mal, um das zu entdecken, muss man halt schon wissen, wo es steht. Schade. Und das ist ein Problem. Deswegen würde ich gerne darum bitten, dass wir das vorne irgendwo hinstellen und viel größer. Das ist bald wichtig. Bald werden Abstimmungen starten über den Namen der Stadt und die Einführung eventuell von Steuern, Herr VHV. Da hat einer Werbung dran gehängt. Tomax, Auftragsjäger und Söldner wohnt außerhalb der Stadt. Ich glaube, es hackt. Sowas. Werbung am schwarzen Brett. Ey, nee. Der Rückseite sind auch noch Schilder. Auf der Rückseite ist Werbung. Ja, ich gucke mir das gerade erstmal an. Lassen Sie mich erstmal lesen. Okay. Gesetzt durch SCV, eine Person ist eine Woche nicht auffindbar, wird ab diese innerhalb einer Woche des Amtes enthoben. Des Weiteren werden die Häuser ohne einen Bebauungsschild. Ja, das ist okay. Und das da, okay, das können wir wegmachen. Da können wir ja nichts dran ändern. Da müsste einfach die Stadtwache ein bisschen mehr aufpassen. Gut, dass wir den Kugelfischen. Ja, das ist okay. Gucken wir auf der Rückseite. Was steht hier noch alles drauf? Diebstahl in der Baumeisterhütte. Bitte melden, wer was gesehen hat. Oh ja, das. Okay, das ist, kann da bleiben. Für das schwarze Segment. Aua. Was? Für das schwarze Segment. Sakrament. Aua und wir hören. Wie Aua und wir hören. Aua. Selber Aua. Wahrscheinlich ist das diese Gilde, die die ganze Zeit hier rumläuft und Schilder aufstellt. Bei mir war auch schon so ein neues Schild am Aufstellen. Da stand irgendwie, das gehörte mir, du wirst noch sehen, diese, und dann diese Gildenname. Dieses Sakrament? Irgendwas mit S, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das hieß. Ah, die dunklen Sifs, oder wie die heißen. Ja, sowas. Ja, ach, Sihitis, oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich mute mal, das war hier der... Hat jemand gesehen, wer das war? ...gemacht hat. Leider nicht. Ich war in dem Moment nicht da. Das Schild könnte, ich glaube, da habe ich irgendeinen Typen, ich glaube, der heißt Oni-chan oder so, hergegeben. Ja, der war auch davor bei der Bauhütte, der Meister. Der hat das dann aufgestellt wahrscheinlich. Ja, ich denke, das hier ist... Gut, also, das Schild, die ganze, Sie können das bitte dann einmal komplett umsetzen und dort besser und größer errichten. Viel Spaß damit. Wo genau? Kommen Sie mit, wir gucken mal bitte. Sie können auch gerne vorne, was ich noch sagen wollte, vorne abstimmen, was ich vielleicht eventuell versuchen sollte zu erfinden bei diesem. So sieht's aus. Ganz viele Menschen. So, das könnte ich gerne probieren. Das, ja. Ja, anscheinend laufen die alle Okay. Also sowas in der Art, und das errichten sie dann einfach, das schwarze Brett hier auf diese Seite. Hier ist ja viel Platz. Zur Not müssen die Bäume halt weg, die sind eh nicht wichtig. Die haben nur dieses Unkraut da dran an den Bäumen. Das können sie also abreißen. Und dann errichten sie mir hier ein großes schwarzes Infobrett, bitte. Okay. Nicht sie! Nicht sie, der Baumeister. Sie sind für die Forschung, also gehen Sie in Ihre Forschungshütte. Also. Ja. Ne, sie machen das dann fertig, Dankeschön. Ja. Mit der lila Mütze. Mhm. So, wer war als nächstes? Bitte Ticket ziehen. Ein Ticket bitte. Nein, Herr Füngs, kommen Sie mit, wir gehen in mein Haus. Okay. Das große? Das hier ist mein Haus, ja, kommen Sie rein. Ui, hat sich mal viel gemacht. Ja, der alte Mann, der Baumeister, ist recht fleißig. So, womit kann ich denn helfen? Ja, ich wollte fragen, ob da, wo das alte Haus gestanden ist, was gestern abgerissen worden ist, einen Laden machen kann, der Essen verkauft. Zeigen Sie mir mal die Stelle, wo das ist. Ja, gerne. Ja, das macht gerade der Baumeister und ich will ihn jetzt nicht stören. Gleich hier ich vorne. Seine Belohnung. Bei der Försterei. Ich bräuchte ein wenig. Ah, daneben. Ja, stimmt, das habe ich abreißen lassen. Natürlich, natürlich. Können Sie gerne machen, natürlich. Warum denn nicht? Ja. Ja, ich glaube, aber toll. Es gibt, Sie haben aber schon Konkurrenz, hier in der Nähe gibt es auch noch ein weiteres, ich sag mal, einen weiteren Laden, aber da habe ich den Besitzer auch noch nicht kennengelernt. Ja, ich kann sogar schon etwas machen, das ist wie Teig, glaube ich, so ein bisschen. Das kann man bestimmt irgendwie weitermachen. Ja, dann ist doch super, also dann machen Sie gerne, also ich glaube, wir haben irgendwo auch ein Restaurant noch und so, aber machen Sie ruhig, machen Sie doch das, was das Herz begehrt, also pff. Tun Sie das. Okay. Dann. Aber es muss schön aussehen. Ja.
frag den Förster, ob er mir ganz tolles Holz macht. Ja, schön. Dann viel Erfolg. Dankeschön. So, nächster. Wer möchte jetzt was von mir? Ich wollte mich nur vorstellen. Ja, warten Sie, wir machen das drin. Da haben wir unsere Ruhe. Kommen Sie mit. Okay. Ja, Sie sind gerade auch erst in der Stadt eingetroffen? Ja, gestern. Gestern. Und können Sie sich an irgendwas erinnern von früher? Also was Sie gerne tun würden? Oder haben Sie mit Herrn HMV schon geredet? Ich hab schon was. Ach, Sie haben schon was. Darf man fragen, was? Einer von der Stadtwache ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mithelfen würde. Oh, das ist super. Wie ist denn Ihr Name? Ponamo. Gisela. Gisela klingt gut. Nochmal für alte Leute. Wie? Ponamo. Ponamo. Oh, das soll mir... Also, wie soll ich mir das... wie soll ich mir denn das merken? Gibt es das auch in Kürzer? Frau Mu! Frau Mu! Sie sind Frau Mu. Ja, genau. Oder so. Frau Mu. Mit den silbernen Haaren. So alt schon. Oder sind die gefärbt? Gefärbt. Na gut. Glaube ich, hoffe ich. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Stadtwache. Das ist gut, weil da brauchen wir immer Leute. Sie haben gesehen, die Stadtwache ist auch dafür verantwortlich, dass die Mauer so gebaut wird, dass man da drüber gehen kann. Das ist nicht überall gut gelungen, aber da können Sie auch gerne dran weiterarbeiten. Ich habe das gestern schon gemerkt, dass man nicht überall vorbeikommt. Wir haben das Problem behoben. Ja, man könnte die Mauer auch einfach ein bisschen schöner machen. Ne? Die ist also noch nicht so, wie man sich das vorstellt für eine richtig imposante Stadt wie die meinige. Hauptsache, sie erfüllt erstmal ihren Zweck. Danach kann man sie noch verschönern. Ja, da haben Sie recht. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß in der Stadt, wenn Sie sich selber ein Haus bauen wollen. Bitte außerhalb des inneren Ringes. Außen ist ja genug Platz. Da können Sie sich gerne ein Haus hinsetzen. Also die Stadtwache hat mir irgendwie auch innerhalb des Kreises ein kleines Grundstück zur Verfügung gestellt. Aber ich habe da das Haus, haben Sie gestern schon gesehen. Ach so, das ist das da hinten von der Stadtwache. Genau. Ja, nee, dann, okay, dann, ja, dann ist es ja okay, dann können Sie da, aber wie gesagt, außerhalb können Sie sich auf jeden Fall ein großes Grundstück bauen, leisten, weil hier in der Stadt wird der Baugrund eng und irgendwann haben wir, glaube ich, Platzmangel. Ja. Nun dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Danke. Frau Mu. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Der Nächste. Keiner mehr da? Ein ja, Glück. Doch, ich, aber... Oh, was ich willst brauch, du denn schon ich wieder? Ich brauch sie nicht, ich bin nur da. Ich kann jetzt ihre Ruhe genießen. Ah, danke. Also mein Haus wird schon schön. Also wenn das jetzt hier fertig ist und dann kriege ich wieder eine schöne Gartenanlage. Ich hätte gerne auch so ein Wasser, so einen Flusslauf oder so. Aber dafür müsste ich erstmal irgendwie Wasser hier hochkriegen. Da kann ich ja nicht den Leuten immer mit Eimern hochschleppen lassen. Das wäre, glaube ich, nicht besonders nett von mir. 9 Leute in der Mine, die da arbeiten. Alter Schwede. Ach doch, die Mauer ist 2 breit. Ach, ist das schön. Außer hier. Hier ist noch ein bisschen eng. Warum hat man das denn... Ah nein, hier soll... Nein, hier ist doch... Warum ist denn das nicht richtig gemacht worden? Ist das hier zu gefährlich gewesen für die? Ich repariere das mal, wenn ich jetzt schon mal hier bin. So, muss man nicht extra wieder einen Schritt hochgehen. So. Aber das mit dieser komischen, dunklen Bruderschaft, da muss ich aber nochmal reden. Wenn ich Herrn HMV oder Herrn Diamond King treffe, da muss ich aber mal gucken, was die da schon wieder angestellt haben oder was. Und ob die wissen, wer Sietis ist? Sietis? Ich hab keine Ahnung, wie die sich nennen. Die wissen eh immer alles. Egal, was man wissen will, man muss nur Diamond King und HMV fragen. Die sind echt die... Vielleicht ist Herr HMV ja sogar da. Au. Herr HMV, sind Sie zufällig zu Hause? Herr HMV? Frau Mia wurde entführt. Von wem ist noch unbekannt? Ja. Genau. Vielleicht ist er unten. Hallo, Herr HMV? Nehmt euch vor der dunklen Bruderschaft in Acht. Herr Sietis, Herr Enexus Haus, wurde zu schön. Was essen?
Er hatte doch hier. Hier war doch was drunter. Hat er einfach. Da. Ich wusste es doch. HMV, sind Sie hier unten? Hallo? Hier hat sich was verändert. Auftragskiller im Auge behalten. Onichan, Drachenfuchs, Sora und Zeleicht. Vielleicht gezwungen mir. Ich wusste doch, dass die irgendwas wissen. Aber... Und Auftragskiller? Was ist in dieser Stadt los? Irgendwas stimmt mit den Herren hier nicht. Das sind auf jeden Fall diejenigen, die aus der Stadt abgehauen sind. Und Frau Mia ist wahrscheinlich entführt worden. Auftragskinder im Auge behalten. Ich gehe mal wieder hoch, verschließe das alles. Aber ich muss mit Herrn HMV und Herrn Diamond King reden. Denn ich möchte gerne wissen, was hier los ist und vor allem, was sie wissen. Das ist alles sehr seltsam. Hat mich keiner gesehen? Okay. Sehr gut. Da war einer. Aufbau in einer sicheren Kiste eine Kupfermünze. Ja. Hallo, Herr MV, sind Sie da? Ist nicht da. Verdammte Axt. Ja. Kommen dann auch Rabatt auf das Essen. Hey, was tut ihr denn da oben auf dem Baum rum? Genau. Wir haben Licht gemacht. Wieso seid ihr auf dem Baum? Wieso nicht? Das ist doch lebensgefährlich. Wissen Sie, wie hoch das ist? Das habe ich mir auch gesagt. Ich finde das nicht gefährlich. Ich kletter gerne. Ja, Sie haben auch einen Knall nicht gehört. Nee, geknallt hat der noch nicht. Ah ja. Sehr schön. Dann läuft ja alles so, wie es laufen muss. 9 Leute in der Mine. Herr Frau Diamond King nicht da, keine Spur von mir. Die Stadt entwickelt sich, aber irgendwie nicht schnell genug. Was ist, wenn die anderen Städte besser und attraktiver sind als meine große Stadt? Da habe ich ein Problem. Ach, das wird schon nicht passieren. Ich lege mich jetzt schlafen. Gute Nacht.